Verwenden Sie dieses Öl und verabschieden Sie sich für immer von Krampfern. Die erste Zutat in diesem Rezept sind Nelken. 2 Löffel Nelken in den Mixer geben. Nelken ist eine äußerst nützliche Zutat für diejenigen, die an Krampfadern leiden. Nelken helfen, Krampfadern loszuwerden, indem sie die Durchblutung verbessern und die Bildung von Blutgerinnsel verhindern. Darüber hinaus tragen die entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften der Nelke dazu bei, die durch Krampfadern verursachten Symptome wie Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren und Tauinfektionen vorzubeugen. Die nächste Zutat sind 4 Lorbeerblätter. Lorbeerblätter auspressen und in den Mixer geben. Lorbeerblatt wird als Venenotikum, das hilft, Venen zu befreien, den Blutfluss auszugleichen und das Austreten von Krampfadern und Cellulitis zu bekämpfen. Darüber hinaus unterstützt Lorbeer aufwirksam die Entspannung des Nervensystems und beugt die Entstehung von Krampfadern vor. Malen Sie nun den Lorbeer und die Nelken. Dann gießen Sie die resultierende Mixung in ein Glas. Jetzt brauchen wir Knoblauch für dieses Rezept. Nehmen Sie 5 bis 6 Knoblauchzehen und zählen Sie sie. Knoblauch enthält ein starkes naturstes entzündungshemmendes Mittel namens Allicin. Allicin, wenn es topisch auf Krampfadern aufgetragen wird, reduziert die Entzündung in den Venen, die zu ihrem Austreten führen. Der Knoblauch durch den Rot das Glas reiben. Darüber hinaus erhöht Knoblauch auch die Durchblutung der Bereiser, in denen sie das Medikament anwenden. Eine erhöhte Durchblutung ihrer Krampfadern ermöglicht es ihnen, angesammelte Toxine schnell zu entfernen. Schließlich werden wir etwa 100 ml Olivenöl in das Glas geben. Die Verwendung von Olivenöl kann dank seiner reichhaltigen Quelle an Vitamin E und Mineralstoffen, die Durchblutung verbessern und den Blutkreislaufdruck in den Beinen reduzieren.
Dann hohe hinaus hebt es den ganzen Körper zu weigen und liefert Omega-3-Fettsäuren, da Olivenöl leicht über die Haut in den Körper aufgenommen wird. Darüber hinaus ist Olivenöl auch voll von Anoxidantien, die helfen, Krampfadern zu minimieren und die mit diesem Problem verbundene Spannung zu lindern. Verwenden Sie einen Löffel, um die Zutaten umzurühren. Stellen Sie den Topf auf den Herd und kochen Sie bis der Wasser kocht. Nachdem der Wasser kocht, reduzieren Sie die Hitze und kochen Sie weitere 15 Minuten. Nach 15 Minuten den Herd ausschalten und den Topf vom Herd nehmen. Jetzt müssen Sie diesen Öl fetten. Beachten Sie, dass Sie das Öl von den Fetten vollständig abkühlen lassen müssen, um Verbrennungen zu vermeiden. Sie legen ein paar Wattepads in das Sieb und fetten das Öl. Öl zur Entfernung von Krampfadern ist fertig und so verwenden Sie es. Nehmen Sie eine angemessene Menge des Öls und tragen Sie es gleichmäßig auf die betroffene Haut auf. Verwenden Sie dieses Öl jeden Tag, um Krampfadern und Gelenkschmerzen zu lindern. Sie sollten dieses Öl an einem coolen Ort lagern und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.